Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X Teil 2. So, wir haben einen neuen Kostümsphäroid bekommen und zwar den Zauberschützen. Geeignet für Kämpfer mit speziellen Schusswaffen. Mit Z-Munition werden Gegner-Tags erlernt. Antimunition ist wirksam gegen die jeweilige Monsterart. Wie gesagt, benutze ich eigentlich relativ ungern, aber hat eine Fähigkeit drin, die ich relativ gut finde. Schauen wir mal kurz rein. Ability. Der Zauberschütze hat einen normalen Angriff, hat die Z-Munition, diese Munition hat man ja auch schon im Teil 1, dass man die Techs von Gegnern lernen kann. Hat den Durchblick und die finde ich nämlich gut. Durchblick macht nämlich analysiert den Gegner. Dann sieht man, was der so kann, wie viel HP der noch hat und so weiter. Und deswegen finde ich die nämlich gar nicht so schlecht. Dann haben wir natürlich noch Panzerspalter, Wolfsjäger, Flakmunition und so weiter, Techkugel. Das sind alles Angriffe, wo vierfachen Schaden zum Beispiel jetzt gegen Apparatmonster bewirkt und so weiter. Durchblick mit drehbaren Zielobjekten. Und da haben wir auch nochmal einen weiteren Durchblick. Und Terminator ist Antimunition ist 40% schneller einsatzfähig. Das sind ja, glaube ich, die hier dann. Also finde ich eigentlich gerade mit dem Durchblick relativ gut. Deswegen würde ich das eigentlich gerne haben, dass das jeder kann. So, außerdem haben wir noch Solaris-Schutz bekommen. Angelegt Protes und Notprotes. Und wenn wir über das Ding rübergehen, haben wir Autoprotes. Sie haben noch keine wirklich guten Dinger. Bin mal am Überlegen. Schutzformation ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wer soll die kriegen? Ich glaube, da gehen wir, glaube ich, Schütze. Der Zauberschütze machen wir in die Mitte rein. Diva machen wir hier oben hin. Weißmagier hier unten. Und den Dieb hier drüben hin. So finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Schutzformation und die Angriffsformation. Ja, ich weiß, dass da jemand was hat. Da würde ich vielleicht den Zauberschützen hier oben reinmachen. Ja, ich glaube, so lassen wir es mal. Und ja, ich weiß. Yuna, du bekommst nicht die Angriffsformation, sondern die Schutzformation. Und darfst dann erstmal zur Diva. Dann lernen wir bei dir den anderen erstmal, hätte ich gesagt, und lassen Diva fertig. Was haben wir eigentlich sonst noch gekriegt? Wir haben der Kopf reif was. Magie und Z-Abwehr plus 10. Das wäre doch was für dich. Statt stumm. Wobei, nee, das lassen wir so. So, Angriffsformation bleiben wir so dabei. Und hier bleiben wir auch so dabei. Gut. Dann schauen wir mal nach. Zauberschütze. Sollst du, glaube ich, als erstes den Durchblick 2 lernen. Der Durchblick finde ich halt einfach klasse. Und ganz ehrlich gesagt, das würde ich für euch anderen auch mal einstellen. Wenn wir da früher oder später, dass jeder das machen kann oder so, dass wir da keine Dinge haben, dass wir auf jeden Fall den Durchblick da so gelernt haben, dass es jeder kann. So. Gut, dann sind wir hier fertig. Hier müsste man in der Personenlexikon auch wieder was Neues haben. Da müsste doch erst Doble drin sein, oder? Doble ist drin, ja. Oh, quite, quite. Ein Veranstalter, der ständig etwas zu bieten hat. Seine Einfälle und seine Redensweise gehen nicht selten ins Leere. Okay. So, haben wir da in den
Neuer Text. Ein komischer Kauz fährst du, Herr Poller, an. Was zum Henker hat er vor? So, aber wir gehen jetzt nach Guado Solam. Keine Mission, die Guado sind aus der Stadt verschwunden und mittlerweile sammeln sich die Sphärohander. Hier heißt Hausen auf der Leblancs. Da haben wir nicht viel zu tun. Zwei Sachen. Home of the Guado. You remember, right? But the Guado are no longer here. Some people think they deserved all that happened for what they did to Spira. They have a point. But it seems like such a sad way to look at things. Da Hausen de la Blancs. Irgendwie typisch, dass das ja in Seymours Haus gewesen ist. So, dann reden wir erstmal mit allen. Und schauen uns hier ein bisschen weiter um, wo die Guado bloß hin sind. Es kommen viele Sphärohunter hierher. Deswegen kommt man an viele Infos ran. Ich bin auch so ein Sphärohunter. Seid ihr auch Sphärohunter? Von hier aus gelangt man leicht überall hin. Deswegen kommen viele Hunter hierher. Jeder will einen fetten Sphäro finden und reich werden. Ein Sphärohunter hat schwerer, als es scheint. Wenn du einen besonderen Sphäro... willst du einen besonderen Sphäro, dann musst du genug Infos sammeln. Die Donnersteppe ist dank der All Bad sicherer geworden. Keine Angst mehr vor dem Gewitter haben zu müssen, wie sicher das Reisen doch geworden ist. Ja, da geht's zur Donnersteppe. Wollen wir aber nicht hin. Das wird noch ein wichtiger Ort sein, aber ich glaube erst in Kapitel 2 oder 3. Mal mit Infos, das ist glaube ich... Tut mir leid, Mädel, im Moment habe ich keine interessanten Infos, genau. Diese Infos, das wird noch später wichtig werden. Und wenn wir Pech haben, wird es auch ein bisschen einladen und speichern werden. Warum? Ja, das seht ihr ja gleich. Wenn es soweit ist, meine ich. Gegen das Netzwerk der LeBlanc-Bande komme ich nicht an. Vielleicht sollte ich ja beitreten? In der Villa von LeBlanc hat einst der Anführer der Guado gewohnt. Seymour. Außenstehende sind ja nicht erwünscht. Ja, da kommen wir also nicht rein. Das jetzige Guado Salan ist ein Treffpunkt der Sphärohunter. Diese Tür da aufzukriegen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe schon x-mal probiert. An diesem Haus könnt ihr nicht rein. Ich weiß gar nicht, kann man da nicht irgendwann mal sogar rein? Was denn? Dieser Saftladen hat echt nichts zu bieten. Halt's Maul, du bist nicht gefragt. Laut kann ich es nicht sagen, aber in diesem Lader werden verdächtige Sachen angeboten. Was gibt's denn hier alles Schönes? Eine Perlenkette. Verhindert 0 XP, verhindert Todstein, gemacht Stopp. Ein Stumm, ja, nö, nicht wirklich was. Dieses Büro gehört jemand namens Topli. Ja, Topli haben wir schon kennengelernt in der letzten Folge. Ein komischer Kauz hat lauter Hypello als Assistenten. Von Topli via Hypello ganz viel Arbeit bekommen. Das Büro von Herr Topli, das hier ist, ich hier arbeite. Leer. Meine Freunde, in eurer Schuld stehen. Vielen Dank, ihr habt. Alles gut, haben wir doch gern gemacht. Nee, hier scheint es nichts, auch nichts zu geben. Topli scheint nicht so sonderlich... Naja, egal. So, da geht's nur wieder runter. Dann geht's aber hier noch hoch. Oh, Moment, haben wir mit ihr schon geredet? Nee. Ist dieses Haus dort nicht verdächtig? Es ist verschlossen. Das heißt, darin befindet sich ein Schatz.
Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob man da überhaupt später noch reingekommen ist oder nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Man sagt, die Guado werden sich in irgendeinen Wald verstecken. Die Guado haben wohl Angst vor der Rache der Ronzo. So, und hier oben geht's noch zum Abysium rein. Da waren wir ja auch schon in Teil 10. A place that unites the living with their memory of the dead. I've thought about going in so many times, hoping that I might see you there. But I never have. I think I probably never will. Ich gehe trotzdem rein. Der Zustand des Abysiums ist instabil. Daher ist der Zugang gesperrt. Nur die Guado könnten das wieder richten. Ja, und die Guado sind nicht da. Eine außerordentliche Menge an Illumina hat sich gebildet. Und da wir nicht wissen, was passieren könnte, haben wir dich gemacht. So, das war jetzt auch das Zweite, was wir machen mussten, um ein bisschen so den Spielverlauf zu erhöhen. Dann sind wir jetzt auch tatsächlich in Guado Salam schon fertig. Dann können wir zum Flugschiff wieder hochgehen. Mit den Zweigen hier reden noch. Niemand weiß, wohin die Guado verschwunden sind. Die LeBlanc-Bande hat sich in einer verlassenen Villa eingenistet und benutzt sie als Behausung. Ja, okay. So. Dann sind wir mit Guado Salam fertig. Die Guado sind aus der Stadt verschwunden und mittlerweile sammeln sich die Sphero-Hunter. Hatten wir schon. Dann haben wir jetzt noch die Donnersteppe. Auch keine Mission und da ist auch nicht wirklich viel zu erledigen. Das durchgängige schlechte Wetter auf der Donnersteppe war für Rico ein echter Albtraum. Aber... Guess what? Riku finally overcame her fear of thunder. Oh, schön. Know how? She said she camped out here for a week. Oh. So, und das war's eigentlich schon, was wir hier machen müssen. Was wir natürlich noch machen könnten, wäre hier rumlaufen und Kisten sammeln. Aber ganz ehrlich, daraus habe ich ehrlich... Und natürlich leveln. Aber ganz ehrlich, habe ich keine so große Lust da drauf. Ich glaube, wir werden früher oder später sowieso nochmal hierher kommen und Ding machen. Ich will jetzt nur mal das mit den, ja. Die Dinger hier mal, dass wir die Dinger uns mal anschauen. Dass wir uns diese ganzen, ja. Anschauen, wie es aussieht. Wie die Mädels aussehen in ihren Kostümen. Mhm. So ist also Rico. Seltene Destination haben wir nicht. Das hier ist Yuna als Zauberschütze. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Dann haben wir nämlich auch die zweite Animation gesehen. So, und das ist Pain. So, dann schauen wir uns doch die Ausziehanimation an. Hört sich jetzt ein bisschen unanständig an, aber egal. Die Umwandlung in die alte... Ja, ja, ihr wisst schon. Ihr habt es ja schon oft genug gesehen. Aber ich glaube, ich werde mein Yuna tatsächlich jetzt auf den Zauberschütze gehen, um den Durchblick zu lernen. Und auch ein bisschen mehr Schaden dann zu machen. Might as well have some fun. So, damit haben wir nämlich dieses Kostüm auch quasi abgehandelt.
So. Du gehst wieder auf den Zauberschützer. Dann der Durchblick, das funktioniert dann so. Dann kann man hier einfach so hingehen und sich das anschauen. Dann sehen wir, er hat 260 von 577 AP, 136 von 144 MP, Hitze, Immun, Kälte, Schwer. Ich glaube, gegen Kälte ist er anfällig, heißt das. Und unten Umkleide, Stumm, Fluch, ist er, glaube ich, immun. Sein schwerfälliges Aussehen täuscht, denn seine Angriffe sind überraschend flink. Darüber hinaus ist sein Feueratem eine flächenschädigende Pest. Wie das mit Z-Munition funktioniert, weiß ich nicht. Hat mich aber auch ehrlich gesagt nie so richtig interessiert. Ich bin erstmal interessiert an den Durchblick. So, auf jeden Fall, hier sind wir erstmal fertig. Dann gehen wir wieder zurück. Haben wir die Donnersteppe auch abgehakt. Gewitter, reines Zuckerschlecken. Und das von Rico. Erinnert ihr euch noch, wo wir zum ersten Mal in der Donnersteppe im Teil 1 da waren? Wie sie da richtig übel Angst gehabt hat und gekrochen ist. Und oh, da hat sie einen echt leid getan. Die Blitzableiter in der Donnerstappe waren etwas beschädigt. Gut. So, weiter geht's. Donnersteppe. Das durchgängige schlechte Wetter der Donnersteppe war für Rico ein echter Albtraum. Ja, hatten wir schon. Dann geht's in den Makalania-Wald und der wird es wieder ein bisschen größer werden. Da haben wir ein bisschen mehr zu tun. Auch wenn es hier keine Mission gibt. Seitdem der Tempel versunken ist, hat sich der Wald verändert. Für die Bewohner scheint sich was Schlimmes anzubahnen. So, da gehen wir mal rein. It's been 2 years since the faith in Makalania Temple disappeared. They say it's affecting not only the lake, but the woods as well. Woods will soon be no more. Wir bleiben erstmal hier. Reden mit den Leuten. Ah, guck mal, Guado. Wir Guado haben uns viele Feinde gemacht. Unser Volk hat Guado Sommerland verlassen und ist über ganz Bira verstreut. Sinn ist weg und die stille Zeit ist gekommen und dennoch hört für uns das Leiden nicht auf. Ja, die haben schon ziemlich viel übel getan durch Seymour. Ja. Hier passiert nichts, egal wie sehr man Mache schiebt. Ja, geht es weiter nach Burwell? Bitte schaut dort mal vorbei, wertes Medium. Werden wir machen, aber jetzt noch nicht. So, ich glaube, da ging's. Genau, hierher. Wart ihr schon bei Herrn Twarmel? Er ist am See, weiter hinten im Wald. Werden wir noch machen. Ich würde gerne noch einmal Guado Salam sehen, bevor ich aus dem Leben scheide. Ist da hinten irgendwas Verstecktes? Nee. So, dann können wir noch hier runtergehen. Da haben wir einen See. The end has come faster than I thought. What can we do? Ich fürchte nicht viel. I'll be there in 2 shakes. So, dann sind wir hier auch fertig. Ah ja. Und erinnert euch, hier war eine schöne, schöne Szene aus dem Teil 10 gewesen. Ja, dass er da nichts sagt, das ist ein bisschen traurig.
Weil das war doch wirklich eine schöne, schöne Szene gewesen. Vor allem auch eine wichtige für Yuna und für Tedos. So. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir gehen entweder den Lichtweg hoch oder wo es keine Monster gibt. Oder wir gehen den Weg hier hoch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt den ganz normalen Weg erstmal hoch. Macht Magie Plus drauf. Aber das hat ihm auch nicht viel geholfen. Ja, so. Dann level mal hier ein bisschen auf und machen ein paar AP für unsere Kostüme. Oh, an denen habe ich schlechte Erfahrungen. Aus Teil 10. Ich weiß gar nicht, wie er hier ist. Ja, der ist heftig. Ja, der war sehr, sehr heftig. An den habe ich immer noch ganz schlechte Erfahrungen eigentlich. Und er hat auch sehr viel HP. Hitze absorbiert er, Kälte schwer. Im Moment ist es Kälte, ein Monster bestehend aus Illumina, die sich im Wasser gelöst haben. Sein weicher Körper schwächt physische Angriffe ab. Er wechselt ständig sein Angriffselement. Hm. Ah. Hoi, ei. Wir haben es ja noch gar nicht. Verdammt. Ich wollte eigentlich fliehen. Ich wollte eigentlich hier fliehen, weil mir das doch ein bisschen zu heftig ist. So, und tschüss. Puh, ja, das ist mir echt zu heftig hier. Der ist mir echt zu heftig, aber ich glaube, ihr versteht auch warum. So, Yuna soll wieder auf Dings gehen. Und Riku zurück auf den hier. Außerdem Reismagie. Riku, Veta, machen wir mal hier ein bisschen. Ein bisschen wieder hoch. Moment, wo geht's lang? Nee, von da kommen. Hä? Und wo kam er denn? Doch, hier. Ich glaube, wir sind richtig. Ah, erinnert euch noch an das Minigame, diese Schmetterlingsjagd, die man hier machen musste im Teil 10. Zwar 1. Die war doch ziemlich, ziemlich heftig gewesen. Um seine Solaris-Waffe zu kriegen. Ja, die war ziemlich heftig. So, sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, machen wir hier eine kleine Pause und in der nächsten Folge schauen wir uns den Makalania-Wald noch ein bisschen besser an. Und schauen wir mal, was wir hier noch alles machen müssen. Bis dahin macht's gut und tschüss.